Großer Sport an einem besonderen Ort. Das Finale der Wiener Judo-Schülerliga fand im Dschungel, dem Theaterhaus für junges Publikum im Wiener Museumsquartier statt. Eine gelungene Symbiose zwischen Kultur und Sport. Ich finde, Judo hat einen sehr theatralen, auch das ganze Setting hat einen sehr theatralen Look mit diesen Matten und dann das Jury-Podium. Also man könnte fast meinen, das ist eine Produktion. Und man sieht einfach, das Wichtige ist, dass die Kinder hier auch die Möglichkeit haben zu sehen, im Kontext von Kunst ist auch Sport möglich. Das Turnier richtet sich an den Breitensport und hier an die Altersklassen U10 und U12. Die Wiener Schülerliga ist eine fünfteilige Turnierserie, die über ein Jahr geht und Kindern, die keine Bühne haben, denen die Bühne fehlt, in der Altersklasse U10 bis U12 eben diese Bühne bietet. Ein anspruchsvolles Turnier ist für diese Leistungsklasse und sich deswegen eines solchen Zuspruchs erfreut. Der Dschungel wurde als Veranstaltungsort gewählt, um der Schülerliga ein angemessenes Ambiente zu geben. Es sind Kinder und Jugendliche, die hier zeigen, was sie drauf haben und die Freude, die sie dabei empfinden. Auch natürlich die Trauer, wenn sie nicht gewinnen, aber das gehört halt zusammen und sie sind da vielleicht auch mal ein bisschen in einer anderen Umgebung als in einer Turnhalle. Es ist für uns extrem wichtig gewesen, aus den Turnsälen herauszukommen, dass das Judo von diesem Turnsaalgeruch, den es einfach verbreitet, wegkommt und da war der Dschungel, das Ambiente im Dschungel, das Ambiente vom Museumsquartier natürlich herrlich. Sport in den eigenen Hallen, das ist für das Theater jedoch nichts gänzlich Neues. Also wir haben hier eine Produktion gehabt, die hieß Play, die hat sich mit Sport und mit Leistung auseinandergesetzt und das dann praktisch in stilisierten Bewegungen des Tanzes übersetzt und daher natürlich haben wir was mit Sport zu tun. Am Ende dieses Ligafinales setzte sich der Judo-Club NG gegen die Judo-Haie aus Baden durch und konnte seinen Vorjahrestitel erfolgreich verteidigen. An diesem Tag waren aber alle Kinder Gewinner, will doch die Schülerliga die Judoka auf Größeres vorbereiten. Wir haben insgesamt 5 Wiener Vereine und unsere Gäste aus Niederösterreich dabei. Es ist ein unglaublich spannendes Betätigungsfeld für die Kinder, für die Trainer, denn nicht nur die Kinder können sich hier austoben, können Wettkampfluft schnuppern, können Erfahrung sammeln für spätere Turniereinsätze, sondern die Trainer sehen auch, welche Kinder haben mehr drauf, mit welchen kann man mehr weiterarbeiten, um dann auch später bei größeren Turnieren zu reüssieren.